Inferno. So, hoffen wir mal, dass Faculty die Map sie hier sichern kann. Damit es noch zu einer dritten kommt, die dann Mirage lauten würde. Ah, schön. Schöne Choreografie hier. Ja? Dann gleichzeitig W drücken und dann rein da. Es geht doch auf. Mein Freund hat schon die Knife gewonnen, glaube ich. Und bleibt mit City. So, aufgezweckelt. Jetzt noch eine Schippe drauflegen. Vor allen Dingen als City. Als T waren sie ja echt ganz solide. Gamed liegt übrigens gerade hinten gegen die Franzosen. Mit 7 zu 1. Ebenfalls auf Inferno. Und sie sind gerade CT. Ne, T sind sie. Boah, Mitte Push von IMG. Boah, diese Lags nerven einfach unglaublich. Boah, Faculty hat eh gerade keine Chance. Boah, falsche Seite. Besser. Boah, schön. Gutes Timing nochmal gehabt, aber gegen 3 jetzt. Oh, die AE. Nein, die kommt zu spät. Und viel Schaden hat sie sowieso nicht mehr gemacht. Oh Mann, da lassen sie sich von der Mitte Push zerpflücken. Da geht es natürlich schon wieder schlecht weiter, so wie es eigentlich aufgehört hat. Wäre schon wichtig gewesen für die Motivation, jetzt die Pistole zu holen, so wie vorhin. Wie langsam er der schießt und er trotzdem nichts reingeht. Krass. Das kann gar nicht. Ich glaube, sie spinnen. Oh. Wir müssen eigentlich auf dem Franzosen. Ja, ich bin auf dem Varigames Server. Aber wie gesagt, eigentlich gibt es ja keinen Nachteil. Das Routing nach Frankreich ist eigentlich mit das Beste, was man so ins Ausland haben kann. Von Deutschland jetzt. Ping ist auch meistens nicht viel höher, vielleicht maximal so 10 MS. So, und QK Mantis gegen 3 und Scream am B mit Famas. Immer wieder am Spotten. Ah, vielleicht kriegt er direkt X. Ne, jetzt weiß Scream auch Bescheid. Spielt es auch relativ safe. Spottet nochmal. Ja, er spielt es wirklich safe. Nicht schlecht. Wartet, bis Shoxy da ist. Ja, jetzt hat Mantis auch da keine Chance und wir haben es jetzt halt auch hinten dicht gemacht. Gut Runde gespielt von EM. Trotzdem zu werfen ist okay. Das Routing nach Bayern ist besser, ja. True, true. Lückt in dieser P250 Eco. Damit kann Simon einen machen. Oh. Also langsam werden die Franzosen natürlich auch warm. Ui. Klar, mit dem letzten Schuss. Vielleicht haben sie auch vorhin das einfach gebraucht. Dass wir sie jetzt CT da nicht getroffen haben, haben sie dann halt als T gemacht. So, erst der Quip. Ah, und das, was auffällt. Ah, doch, Herr Eser. Ah, das GUI. Jetzt raff ich das erstmal. Ich dachte, die kaufen generell nur 3 Granaten, aber es werden einfach nur 3 Granaten angezeigt. Spaddel, arbeite bitte. Ah, gut. Ja, gewohntes Bild für Faculty B zu gehen. Und wurden da einfach komplett zerschossen. War gerade abgelenkt von den Granaten. Also ich hätte gern, dass da alle 4 Granaten angezeigt werden. Ich weiß nicht, warum das nicht der Fall ist.
Aber vielleicht ist es vom... Ich kann man das gar nicht beeinflussen. Weiß natürlich auch, dass da jetzt Eco am Start ist. Fahren da wieder einfach rein. Da wollen sie einfach alle die Fracks geiern da wie die Bekloppten. Das ist wahrscheinlich auch kurz gewundert. Ja. Also MSRZ gefällt mir schon ganz gut. Er hat zumindest keine... Hat zumindest keine Aussätze hier oder so. Scheint sich auch schon ganz gut ins Team integriert zu haben. Ist auch ein guter Freund, glaube ich, von Oststriker. Kennt sich da auch schon lange. Denke mal, das harmoniert ganz gut. So, jetzt mal bitte nicht einfach straight B rushen. Sondern irgendwie mal einen Aufbau probieren. Gegen Flash an B. Hat das schon die Flash die HE gefangen. Boah, schöner erster Frag. Ja, gegen Scream, gegen besten Mann auf dem Server vermutlich. Und ein Stop Smoke. Aber bei Asmo. So, Mitte Contact jetzt. Und Rippen überhaupt nicht gedeckt. Dizzy und Kirby da über Kreuz. Und schneller Go über Action. Oh, Spot gesehen. Sandkasten fällt. Spot muss jetzt fallen, sonst wird's gefährlich. Aber er fällt nicht. Jetzt erst tot. Wunde ist aber noch, sieht gut aus. Smoke ist noch dabei. Asmo, Flashes haben sie auch noch. Asmo kommt in Sand, sehr wichtig. Aber Action macht schon gut Druck. Schuss muss er jetzt treffen. Ja, macht auch sehr stark. Und dann noch MSHZ, der neue Mann. Noch gegen Flash. Sie wissen, glaube ich, auch. Ja, wissen jetzt spätestens, dass es das AHS ist. Kann er eigentlich nichts mehr viel machen. Boah, nett. Eine schöne Fake-Flash in Asmo. Ja, noch eine... Ach, sehr schön. Macht er beide am Ende. Wichtig, da direkt die zweite Equip zu holen, um hier nicht direkt weiter in Rückstand zu geraten. EMG hat natürlich Geld. Ja, sollten sie die Runde verlieren und keine Waffen safen, könnten sie fast sogar sparen. Oder müssten sie fast sogar sparen. Und ist wieder Banane reingegangen. Simon übernimmt da jetzt aber. Boah, da wurde gerade ein Schlitz gezählt, glaube ich, am Auto. Zieht sich wieder relativ defensiv. Rippen wird jetzt offensiv geblockt, also reagieren da direkt drauf, was passiert ist. Was ist das, eine Flash? Jetzt nehmen sie Döner ein. Oh, schöner Move, habe ich so auch noch nie gesehen. Flash vom Hester rein, da sieht man sie nach unten. Netter Move. Wenn ich auch extrem richtiges, also extrem gutes Timing gehabt eben. Und B wurde gerade allein. Ne, was? Oststriker ist dann noch am B mit Scream. Faculty geht dahin. Simon mit der allein ein bisschen am was machen. Schiebt jetzt aber auch zu seinen Mates. So, Go kommt. Oststriker ist blind im Hof. Stirbt jetzt noch Scream am Spot. Macht ein. Uzi ist da schon. Oder MSHZ ist zur Stelle. Scream konnte da nur einen machen. Und MSHZ am Seitengang. Wichtiges Duell. Macht richtig Druck. Und gewinnt das Duell auch. Kirby unter Zugzwang, stirbt aber auch direkt ein Asmo, auch keine Chance mehr. Eieiei. Direkt die Folgerunde verloren, das ist bitter. Oh, wie viel Geld hat man jetzt? 2,5. 3,3. Ah, das reicht nicht. Simon legt hier ein paar Waffen wahrscheinlich, also ein paar USPs oder so. P zu 50.
Einen hat er, glaube ich, gelegt. Oh, ich sehe schon an der Bank. Mitte wird, glaube ich, auch da gedeckt von dem SHZ. Oh, zwei kriegt der Uzi auch direkt zur Stelle. Und alle Fekultilianer schon angeschossen. Und Ostrike schon von hinten. Also sind in den Anti-Ecos schon enorm aggressiv. Und das klappt halt auch zurzeit. So, und bisher verläuft das Spiel so, wie es vorhin eigentlich gelaufen ist. Vorhin hatte Imaginary keine wirkliche Sonne gesehen am Anfang. Und jetzt ist es halt genau umgedreht. Hat Asmo noch Ave? Ne, spielt jetzt mit AK. Oh, wieder Mitte Push, oder? Oh, die HE sitzen richtig krass. Kirby da direkt mit Low-AP in die Runde gestartet. B stirbt aber direkt. Er deckt danach nach hinten Asmo. Ah, oh, wieder kein Duell gewonnen. Ist halt nicht ganz überragend wie in letzter Zeit, wie letztes Jahr. So, B haben sie eingenommen. Und Mantis ist auch schon Seitengang. Sieht er den Schatten? Sehr schöne Pose. Ah, also auch hier mit dem Schatten. Kleiner Vorteil, wenn man im Seitengang dort ist. Irgendwie war da schon was mit dem Schatten. So, beide viel HP. Alle drei Spieler genügend HP. Sollten hier die Runde eigentlich easy nach Hause schaukeln. CT ist, ja, T-Bus probieren sie auch nicht mehr. Oder? Doch, sie probieren es jetzt doch noch. Ist da eher so aus, als ob sie noch irgendwie auf einen Track hoffen. Lol. Hat er da gerade zum Spawn geguckt? Also zum, nicht CT-Spawn, sondern Spawn-Posi, da ein dunkles Eck. Egal, zweite Runde Faculty. So, jetzt sollten sie endlich mal anfangen, Runden in Folge zu gewinnen. EM hat nämlich gar nicht so viel Geld jetzt noch. Wenn sie eine verlieren, müsste das im Normalfall Eco bedeuten. So, wieder ein Standard. Was ist das denn für Boost? Okay. So, da gab es die Fläche im Kinderzimmer. So, die ist jetzt schon Mitte. Da müsste es eigentlich gleich eine Fläche geben. Von Kirby. Gibt es das Smoke Has. Oh, jetzt wieder der Move. Oh, schade. Wieder auch perfektes Timing da. Kurz bei 1,5 oder so. Krass, was die da spielen. Das hat zum zweiten Mal geklappt. Nicht übel, und jetzt gehen jetzt wieder geschlossen B. Da stehen aber noch zwei. Boah, Scream überragend wieder. Den ersten, zweiten ist blind. So, und jetzt Oststriker. Posi holt ein, Scream noch mal ein und Scream wieder ein mit Headshot. Wer auch sonst. Einfach wieder überragend. Aber der Go irgendwie. Am Anfang war er blind, aber danach hat er einfach wieder alles gesehen und. Ja, wenn man Scream nicht blind macht, dann kriegt man vermutlich. Ihr Gesicht. Und wieder war es eine Runde gewonnen, Runde verloren. Heißt also wieder Eco. Ja, dann 9-2 der Spielstand. Also müssen schon noch ein paar T-Runden bei rumkommen. Also 5. Fast das Minimum, würde ich sagen. First Track. Waffe hat man nicht. Doch, jetzt Simon hat sie. Hat großes Sand. Ah, jetzt hat sich ja verraten. Jetzt hat ihn gesehen. Boah, schön. Da ging Simon. Scream gewonnen, bitte. Stimmt auch. Ach, gute Chance. Asmo leider sehr weit weg. Jetzt erst Mitte. Und Simon scheint die gehört zu haben. Oh nein! Schieß doch besser! Oh, er ist jetzt mit einem HP, kommt er weg. So, Simon, Asmo, jetzt kann er mal glänzen. Wie gesagt, heute noch nicht wirklich sein Tag, scheinbar.
Und das bleibt nicht sein Tag. 8 zu 2. Ne, 9 zu 2. Ah, oh, Mann, Mann, Mann. Mit 6 HP hätte er natürlich auch anders ausgekönnen. Aber er schießt halt nicht so, wie man es vielleicht von ihm gewohnt ist. Dafür glänzen Mantis und Simon. Ach, schade. Hätte ich ihm gegönnt. Das war eigentlich eine super Eco. Und er hätte es eigentlich auch gewinnen müssen. Also, er wusste, wo der CD kommt. Ah, wobei, am Anfang, er wusste es nicht, wo er gelegt hat. Aber eigentlich muss er ihn da haben, auf jeden Fall. Der CT muss da irgendwie immer alles abdecken, und mit, wenn man das richtige Timing hat und ihn gerade erwischt, wo er irgendwie Sandkasten guckt oder so, dann gewinnt man das in der Regel. So, diesmal vielleicht ein Fake. Oh, ist da... Ah, es ist Action. So, Dizzy wartet jetzt da oben, vermutet wieder den Push. Der kommt diesmal aber nicht. Doch, MSZ steht jetzt mit Flash. Okay, aber nicht für den Döner. Mitte gestorben. Hits oben. Raus auch schon richtig viel gefangen. Jetzt sind sie auch sogar blind. Ah, oh, das wird wieder eine richtig krasse Fünferrunde wahrscheinlich. Simon noch einen. Beide 10 HP oder 10 bzw. 13. Und Haus kommt schon von hinten. Und da macht er es im Fluge sogar. Der MSHZ. 10 zu 2. Oh, ey. Das hätte... Das, irgendwie wird das heute nichts hier. Also jetzt heißt es eigentlich Minimalziel 3 Runden. 4 können es noch werden. 3 ist wahrscheinlicher. Das, obwohl es ja eigentlich eine Faculty-Map ist. So, jetzt nochmal zusammenreißen. Ich meine, man hat ja jetzt was anderes probiert. Man wollte jetzt über House-Action vielleicht mal was Has probieren. Mitte vielleicht auch mal auf Contact hoch einfach. Wobei, da kommen immer HEs. Das ist schwierig. Vielleicht nur ein B-Fake-Argo spielen, nicht andersrum. Tot, Scream aber noch am Leben. Wichtiger First Fake. Oh, viele Faculty-Spieler schon richtig low. Hälfte HP verloren. Scheint nach einer HE auszusehen, die irgendwie jeder gefangen hat. Oh, zwei nach VB Faculty deckt ab. Kirby unten am Ferrari. Simon da falsche Mitte. Wir wissen, dass nichts pusht. Da kann man fast davon ausgehen, dass drei am A sind und zwei B. Jetzt ein B-Fake wäre eigentlich perfekt. B-Fake Argo würde ich mir wünschen. Also, sie spielen wieder nur straight B. Wobei, jetzt ist wieder Scream nur allein. Also, es könnte auch aufgehen, aber es ist halt Scream. Oh, Smoke. Oh, schöner Molly. Und da muss er rausziehen. Ach, er macht halt wieder zwei, ey. Er ist so ein Tier. Gibt's nicht. So, aber 3 gegen 3. HPs sieht gut aus. Flash sind auch noch da. Oh, schönes Teamplay von den Franzosen. Hinten mit Flash rumgegangen. Sehr schön gespielt. Das Molotow, ja. Der war wirklich gut. Ah, da wird wieder verschossen. Ach Mann, das müssen sie doch gewinnen. Ah, der Molly war richtig gut. Die Sache ist ja, wenn man den wirft, dann geht man ja davon aus, dass da einer ist. Oder wenn, selbst wenn da keiner ist, geht man natürlich davon aus, der muss irgendwie wegmoven. Nach rechts kann er, glaube ich, nicht. Das heißt, er muss nach links. Das heißt, man muss nicht nach links aimen, sondern braucht eigentlich nur Fokus hier auf diesen Bereich. Und das hatte der Spieler, glaube ich, nicht mal. Also es ist zwar gut, dass der Molly kommt, aber komplett durchdacht oder ja, komplett durchdacht ist es dann vielleicht auch nicht. Beim Rest der Teammates. Also das muss man dann schon irgendwie vielleicht besprechen oder so. Dass es dann wichtig ist, dass da nicht, dass da eine gewisse Seite nicht abgeämmt werden muss eigentlich. Aber gut. Wieder direkt Banane rein. Wieder direkt First Rex gefangen. Oh, Simon noch ein. Falsche Mitte. Oh, schön nicht selbst gehört. Aber MSHZ hittet da den Schuss. Und
zerstört noch. 13-2, nette Zerstörung, Mann. Eieieiei. Ja, wieder den Fokus viel zu sehr auf B gelegt. Und da steht natürlich auch noch der beste Spieler vermutlich. Warum nicht mal A? Warum nicht mal über Hess irgendwie Rippen nochmal gescheit einnehmen? Wobei ich finde das übelst schwer, irgendwie Rippen einzunehmen. Aber wir sind ja ein Team, wir müssen sich ja mal Gedanken machen. Das muss schon irgendwie gehen. So, jetzt wenigstens hier mal direkt die Pistole holen. Wie wär's damit? Eine Pistole hat man bisher gewonnen von dreien. So, sie wird vielleicht da gut gegen Asmo. Macht wieder keinen Frag. Und sie geht City. Ne, sie wuseln da rum. Oh, da überrennen sie gleich DC. Der zielt da gut vor, macht auch keinen. Oh, Mantis auch niemand geholt. Simon. Ach Gott. Alter, nette Gesichterrunde. Eieiei, das ist echt nicht Faculty's Tag heute. Scheint da noch nicht die Form zu haben, die sie im letzten Jahr aufgebaut haben. Vielleicht sitzen die Deagles, wer weiß. Das ist so lächerlich, diese Waffe. Oh, einfach da. Ja, zwei, sehr schön. Aber Bombe wird wahrscheinlich schon... Nee. Oh, DC hört das. Ich habe nicht die Bombe gelegt. DC hört aber die Steps. Oh, sie gehen über Hess. Vielleicht die Chance, wenn DC sich nicht... Oh, wie gut das gespielt ist. Oh, richtig gut gemacht, damit der Smoke den CT zu locken. Vorher auf... Oh, ich gefall mir echt gut mittlerweile. Bin sehr gespannt, wie sie sich in diesem Jahr entwickeln, in den ersten Monaten. Hoffe auch, dass man sie auf vielen LAN-Events noch sieht. Und diese gegen zwei. Er hat noch eine Flash. Kein Kit, deswegen muss er natürlich Gas geben. Oh, er macht ihn durch die Wand. Jetzt gegen MSHZ. Er weiß, glaube ich, dass er dort ist. Jetzt wird er da nicht hinaimen. Oh, schöner Headshot, Mann. Sauber, Dizzy. Schöne zwei Heads am Ende. So mit der 1-1 Ausgleich. Hoffen wir, das gibt jetzt Auftrieb hier. Muss eigentlich nur der Knoten bei Asmo platzen. Dann sähe das Ganze schon mal wesentlich besser aus. Ohne Asmo jetzt irgendwie runter machen zu wollen oder so. Das sieht man auch direkt den Unterschied. Also Faculty, ich weiß nicht, ob das ängstlich ist, aber... Sie haben halt einen anderen Aufbau in der Anti-Eco. Imagine, Harry wäre jetzt schon links falsche Mitte und hätte die Runde schon geholt. Faculty komplett dead. Was schlechtet der rein? Warum hat er den nicht gesehen? Die viel berechtigtere Frage. Trotz zwei... Boah, es ist schon wieder so eine Tricksrunde, ey. Wenn du keine Infos hast in so einer Anti-Eco... Dann kommen sie halt meistens eh 100 pro irgendwo drauf. Aber so, jetzt sieht es doch ganz okay aus. 2 am B, Kirby. Oh, sie schieben nochmal weg. Ach, vermutlich lag vorher schon das Smoke. Und jetzt wurde nachgesmoked. Das heißt, sie wissen, dass da noch einer hingeschoben ist. Oh, und diese kriegt den Headshot. Simon Hess sieht den. Ach, kriegt auch Headshot. Alter. Der Kirby ist auch eh weit weg. Mann, das schiebt auch jetzt erst. Aber da brauchen wir ihnen nichts vorwerfen. Die Runde wurde halt. Oh Mann. Krass. Krass. Aber auch wieder richtig gut gespielt von den Franzosen. Kann man nichts sagen.
Schön nochmal verschoben. Gute Heads. Was ist jetzt los? Oh, die Runde ist... Es scheint gelaufen zu sein, denn der Server ist, glaube ich, down. Jo, DC ist aus dem Spiel. Das heißt wohl, das GG 16-3. Was eine Zerstörung auf ihrer Home-Map. Ja, eigentlich war es ihre Home-Map. Schade, Mann. Ich mache ein kurzes Päuschen, muss nämlich mal ganz fix